gerade die Nachricht bekommen, dass der Verkäufer mir das Auto wohl doch nicht mehr verkaufen möchte. Das ist super, super nervig. Fahren wir jetzt schnell zu BMW, lassen. Okay, Leute, das passiert, wenn man in Amerika unterwegs ist. Guten Morgen. Wir sind unterwegs zum Flughafen. Aber nein, das war es noch nicht. Es hat sich gestern eine Möglichkeit ergeben, dass wir, oder ich besser gesagt, jetzt schnell nach Vegas fliegen. Klingt natürlich mega cool. Mal gucken, ob wir irgendwie noch einen kleinen Abstecher auf dem Strip machen können. Wir haben aber ein Auto gefunden, was sehr, sehr interessant ist. Ein 560 SL, einen schwarzen. Deswegen habe ich gestern oder vor 6 Stunden noch schnell ein Ticket nach Vegas gezogen. Hoffen wir, dass der so gut ist. Das bringt jetzt nämlich so ein bisschen meinen Zeitplan durcheinander. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Wir haben jetzt gleich schon 2500 Meilen hinter uns. Wenn wir jetzt nochmal den Weg... Wir sind gestern den gleichen Weg schon mal von Phoenix hochgefahren. Wenn wir den Weg jetzt aus Vegas fast den gleichen Weg nochmal fahren müssen, oh, das wird echt... Aber gut, wir schauen mal. Vielleicht fahre ich auch nicht und fliege nur zurück. Lass den Wagen abholen. Das werden wir dann sehen. Das ist überhaupt noch nicht sicher. Aber wie immer seid ihr dabei. So, wir sind am Flughafen Oakland. Unser Boarding Pass haben wir abgeholt. Wir gehen nämlich 45 Minuten das Take-off. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen rein. Und ja, dann sind wir schon in 2 Stunden in Vegas. Es passiert gar nichts. Warum? Ein gewisser Herr Trump landet heute und ja, der ganze Flughafen wurde abgesperrt. Mal gucken, was für eine krasse Parade das ist. Naja, geht so. Aber für ein paar Stunden Fahrt, beziehungsweise für ein paar Stunden, die wir das Auto brauchen, dafür ist das völlig ausreichend. Also nochmal schnell einen Check, weil hier ein paar Plätze dran sind. Und dann geht's schon weiter. Bis dann. Es ist 21 Uhr und ich bin schon wieder zurück in Oakland. Wir mussten uns echt beeilen, weil sonst hätten wir den Flug nicht mehr geschafft. Deswegen konnte ich überhaupt nichts drehen. Das hätte einfach nicht funktioniert. Wir haben das Auto gekauft. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Es ist ein Auto, was Liebe braucht und was Arbeit braucht. Aber die Grundsubstanz ist echt gut. Der ganze Handel und das ganze Geschäft hat sehr, sehr lange gebraucht. Und das hatte dann zur Folge, dass ich glaube, eine halbe Stunde vor Abflug erst am Flughafen war und ich hatte noch kein Ticket. Das heißt, ursprünglich war die Idee, dass ich das Auto wieder zurückfahre. Und das hat aber nicht funktioniert, weil der Wagen keine Plates dran hat, also keine Nummernschilder. Ich musste wieder zurückfliegen. Hatte aber kein Ticket, musste es mir noch kaufen. Die kann man aber nicht im Internet kaufen, wenn man am selben Tag fliegen will. Also musste ich sie am Schalter kaufen. Jetzt bin ich gerade angekommen. Jetzt geht es wieder zurück ins Hotel. Habe vielleicht 2 Kunden, denen ich das Auto vorstelle. Und mal gucken, ob einer davon vielleicht das Auto sogar nimmt. Wie gesagt, es ist ein 560. Läuft wirklich gut. Die Innenausstattung sehr, sehr schön. Hat an einer Stelle, ich vermute mal, da wird irgendjemand mit der Stoßstange mal irgendwie gegengekommen sein. Da hat das Lackdichtenmessgerät ein bisschen mehr angezeigt, wie sollte.
Aber das ist alles nicht schlimm. Das ist alles in der Preiskategorie völlig in Ordnung und akzeptabel. Und von daher mussten wir den am Ende mitnehmen. Der kommt erst aus erster Hand, was super ist. Und das ist auch belegbar. Und dementsprechend, ja, schon eine coole Kiste. Schwarz mit beiger Innenausstattung. Sieht beim 107er sowieso ziemlich cool aus. Ich fahre jetzt ins Hotel. Beziehungsweise muss mir erst mal eins suchen. Ich habe nämlich mal gar keins gebucht, weil ich auch nicht wusste, wie heute der Tag verläuft. Und bin morgen hoffentlich auch ein bisschen erholter wie heute, weil das war natürlich eine sehr lange Nacht aufgrund der kurzfristigen Entscheidung, dass ich heute nach Vegas fliegen soll. Ja, das war's für heute erstmal. Und ich würde sagen, bis morgen. Guten Morgen. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind eigentlich auf dem Weg zum nächsten Auto. Ich habe gestern nämlich abends noch etwas gefunden. Da habe ich dann spontan entschlossen, dass ich das auch kaufen möchte, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr die Absicht hatte, überhaupt noch ein Auto zu kaufen. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass der Verkäufer mir das Auto wohl doch nicht mehr verkaufen möchte. Das ist super, super nervig. Das ist halt auch das Problem. Du kannst dich hier auf ein Wort nicht verlassen. Ne? Also wenn du keinen schriftlichen Kaufvertrag hast und dann du nicht. Und selbst dann bist du noch nicht sicher. Aber jetzt habe ich vor 3 Minuten SMS bekommen, dass er dir abspringt vom Deal, weil er irgendwie ein besseres Angebot hat. Keine Ahnung, wir fahren da jetzt hin. Wir sind in 8 Minuten da. Und da bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Du kannst dich heutzutage halt auf nichts mehr verlassen, ne? Es ist egal, was es ist. Wenn du nicht das schriftlich fest hast oder am besten auch gleich den Brief in der Hand, ist das einfach, kannst du dir abschmecken. Kannst du tun, was du willst. Nervig. Unnötig nervig, weil ich hätte auch gestern Abend schon den Deal machen können. Aber ich war da nämlich noch mit einem anderen Geschäft gegangen und das ging sehr lange. Da war ich erst um 11 Uhr raus. Ende vom Lied ist. Ich habe es nicht getan. Das ist wieder so ein Punkt, der mich ärgert, dass ich nicht Deals sofort abschließe oder zumindest sofort eine Anzahlung da lasse. Weil ich darauf gehofft und mich verlassen habe, dass der Deal dann heute stattfindet. Aber die Realität ist immer eine andere, wie man sieht. Und dementsprechend werden wir sehen, was gleich passiert. So Leute, wir sitzen im BMW. Was ich dazu jetzt noch sagen soll? Gar nichts, ne? Das Auto hat eine Macke. Und zwar... Ah, oh, shit. Okay. Und zwar hat das Auto folgende Macke. Es geht immer aus. Und dafür haben wir das Auto halt auch dementsprechend geschossen. Also ich kann zum Auto erstmal sagen, elektrische Sitzverstellung geht. Fenster habe ich gestern schon gecheckt, das passt auch. Nur halt, dass das Auto halt manchmal ausgeht. Ne? Wir werden jetzt manuell hier durchschalten. Er meinte, dann geht das wohl besser. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, dass das irgendwas mit der Benzinzufuhr zu tun hat. Ich weiß es aber nicht. Er hat auch schon eine Benzinpumpe wohl getauscht. Ich glaube aber, es gibt noch eine zweite im Tank. Also, falls das hier Leute sehen, die so ein bisschen affin sind mit dem 6er BMW, ihr könnt ja mal so ein bisschen in die Kommentare runterschreiben. Was ist es? Was hat er? Was fehlt ihm? Was könnte es sein? Gibt es da irgendwie erfahrungsgemäß Sachen, wo man weiß, okay, das ist schwierig oder das ist immer dieses eine Teil. Was ich sagen kann ist, Drosselklappe wurde getauscht. Ich glaube, Zündkabel hat er auch getauscht. Ich weiß nicht, was er noch getauscht hatte, aber wir fahren jetzt schnell zu BMW, weil das hat er bei BMW machen lassen. Wir lassen uns das mal ausdrucken, weil er hat irgendwie die Rechnung, die er damals hatte, hat er verschlammt. Ist auch nicht schlimm. Fahren wir jetzt schnell zu BMW, lassen. Ja, also ist schon ganz schön spannend. Und wir müssen noch eine Stunde fahren, ne? Wir haben anhand so einer Art Carfax rausgefunden, dass das Auto immer in Kalifornien war. Erste Auslieferung war in Beverly Hills. Ja, das sind schon ein paar Fakten, die immer ganz cool sind. Karosserie macht soweit einen guten Eindruck. Ich glaube, der hat einmal einen Repaint bekommen. Aber alles im Rahmen. Ich habe jetzt da nichts Großartiges. Eine Stelle am linken Kotflügel unten, wo ich glaube, dass er einen Spachtel hat. Aber das ist alles im Rahmen. Spiegel elektrisch funktioniert auch. Schiebedach habe ich gestern schon geprüft, funktioniert auch. Ledersitze sind wie typisch von der Sonne halt in Mitleidenschaft genommen worden. In Mitleidenschaft gezogen worden. Die Sitze sind ramponiert. Oh, was ich merke, Rückenlehne links ist defekt, der Sitz wippt so ein bisschen nach hinten. Ansonsten eine ziemlich coole Kiste. Oh, jetzt ist er aus. Das ist immer gut, dass die ganzen Lichter leuchten. Ja, ihr seht, das ist ein ganz schönes Abenteuer. Wir fahren hier jetzt auch die ganzen kleinen Nebenstraßen, damit, weil wie gesagt, der Wagen hier ja auch ausgeht, dann wollen wir jetzt auch keinen großen Rückstau oder sowas erzeugen. So, wir sind jetzt hier gerade bei dem BMW-Typen angekommen, beziehungsweise ist so ein freier Händler, der halt das irgendwie hier so managt. Ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Bis gleich.
Leute, ich muss hier zudrehen, weil die andere Kamera, die ist leider leer. Also wir sind hier auf dem Highway, es ist rappelvoll. Wir stehen hier seit gefühlt einer halben Stunde am gleichen Fleck. Und was musste jetzt gerade natürlich passieren? Der Wagen ist ausgegangen. Wir haben noch locker 40 Minuten zu gehen und das ist hier alles so ein bisschen... Er läuft jetzt gerade ein bisschen heiß. Nicht heiß, er ist warm. Er ist jetzt auf jeden Fall etwas über Mitte, aber immer noch im Rahmen. Klima geht einigermaßen, ist aber schon eigentlich fast leer. Servolenkung. Servolenkung, ich würde sagen, der hat irgendwo ein Leck und ja, der verliert einfach Öl und dementsprechend funktioniert die jetzt gerade nicht. Wir fahren jetzt noch ein Stück. Sollte es jetzt nochmal passieren, dass das Auto komplett ausgeht, oh, so wie jetzt gerade. Achtung, gucken wir mal, wer anspringt. Wir hatten ein Problem mit der Benzinzufuhr. Wir haben das Problem, wir haben hier keinen Standstreifen, was die Sache natürlich auch ein bisschen komplizierter macht. Wir fahren jetzt weiter, wir haben noch, ich glaube, 7-8 Minuten, dann müssten wir schon fast am Zielpunkt sein. Die Temperatur ist wieder super, Auto fährt super, ganz leichte Vibration, wo ich auch glaube, dass das auf der Vorderachse ist. Wie gesagt, BMW-Jungs, schreibt drunter. Ich bin super gespannt, was ihr sagt, was es sein könnte. Aber im Stau, wenn bei niedrigen Umdrehungen, ist er abgesoffen. Jetzt haben wir die ganze Zeit 1600 Umdrehungen im vierten Gang. Alles läuft wunderbar, keine Probleme, läuft super. Temperatur ist genau in der Mitte. Ein bisschen Arbeit braucht er, dafür wird er aber super, super günstig angeboten werden. Guckt euch das bei Mobile an oder auf unserer Internetseite, da seht ihr dann alles. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Und dann können wir gerne schauen, wie wir zusammenkommen, ne? So Leute, ich sag euch, wir haben den BMW zurückgebracht und das war, wie es typisch ist, ne? Und wie es nicht anders sein kann. Und wir sind dann dort angekommen und ich war froh, dass das Auto da ist und es ist alles super und alles schön. Und dann stand ich hinter dem LKW und wollte bloß fragen, hey Leute, wie sieht's aus? Soll ich euch das Auto abstellen, damit es nicht im Weg steht? Währenddessen war vor mir ein großer LKW-Fahrer, wollte zurücksetzen. Und beim Zurücksetzen hat der Kollege natürlich nicht darauf geachtet, dass ich dahinter stehe und was ist passiert. Bitte seht selbst. Okay Leute, das passiert, wenn man in Amerika unterwegs ist. Da hast du einen LKW in deiner Schnauze. Alles halb so wild, aber der hat ein bisschen was aufs Nächste hinbekommen. Seht ihr das? Das ist natürlich super ärgerlich, weil da war der eigentlich völlig in Ordnung. Ach, scheiße. Ja, ich habe das noch schnell mit dem Handy aufgenommen, weil es ist ja auch für die Versicherung wichtig. Aber ich sage euch, das sind so Dinge, die passieren. Ne? Und es ist super ärgerlich, weil das Auto ist nach den Aufzeichnungen gesehen und von dem, was ich da gesehen habe, von den Records. Und ja, das ist es jetzt halt irgendwie so ein bisschen nur noch. So ist das nun mal. Aber habt ihr den Dude gesehen? Ja, so kann man hier auch Motorrad fahren, ne? Leute, der letzte Tag ist angebrochen. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind fertig. Wir haben coole Autos gekauft. Wir haben gute Sachen gefunden. Interessante Restaurationsobjekte. Und ja, das war jetzt so der Anfang. Wir wollen mal gucken, wie gut das bei euch ankommt. Wir werden sicherlich noch eine Reise drehen, wo wir schon eine Idee haben, was wir da machen werden. Das wird auch cooles Material sein. Also, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr Ideen habt zur Verbesserung oder uns irgendwie supporten wollt, immer her mit den E-Mails, schreibt es in die Kommentare, seid nett zueinander und seid nett zu uns oder zu mir. Genug gelabert. Ich glaube, das ist schon mehr als genug. Ja, nee, ansonsten Verbesserungsvorschläge sind immer herzlich willkommen. Und ansonsten, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.